Das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Eine Wortwolke aus vielen englischen Begriffen. Alle Begriffe stammen aus den Bereichen Internet und Social Media. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Thema ist es zentral, Begrifflichkeiten, die man verwendet, vorab zu operationalisieren. Man muss sie beschreiben, erklären und, wenn notwendig, die spezifische Verwendung eines Begriffs auch begründen. Es kommt jedoch mitunter vor, dass Begriffe verwendet werden, in denen viele, auch umgangssprachliche Konnotationen, mitschwingen. Jede und jeder versteht unter dem Begriff etwas anderes, weil es vielleicht auch unterschiedliche Zugänge gibt. Einen soziologischen, einen ökonomischen, einen bildungstheoretischen, einen sprachwissenschaftlichen, einen pädagogischen, einen allgemeinsprachlichen oder einen bildungssprachlichen. Hinter jedem dieser Zugänge steckt eine ganze Tradition, die mitverstanden werden will. So geht es uns auch mit den Begriffen Competence, Skill und Literacy, die nicht selten beinahe synonym verwendet werden und dennoch nicht das Gleiche bedeuten. Die Begriffe Competence, Skill und Literacy werden in Form von farbigen Wolken hervorgehoben. Beginnen wir mit dem weitesten Begriff Literacy. Drei Bücher sowie ein offenes Notizbuch mit einem Kugelschreiber liegen auf einem Tisch, dazu eine Sprechblase mit dem Wort Literacy. Der Begriff stammt vom lateinischen Literatus ab und meint die grundsätzliche Fähigkeit, lesen und schreiben zu können. Maria Diepelreiter, Ministerialrätin im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, hat die Breite des Begriffs kompakt zusammengefasst und eine operationalisierte Form ans Ende ihrer Übersicht gestellt. Eine Seite der Definitionen von Frau Diepelreiter wird gezeigt. Alle eingeblendeten Links der Webseiten werden im Transkript angeführt. Sie erkennt einen, Zitat, gewissen Grad der Beliebigkeit, Zitat Ende, in der Verwendung des Begriffs. Dabei zeigt sich, dass der Begriff nicht nur das Lesen und Schreiben umfasst, sondern in seiner Bedeutung erweitert wurde und nunmehr auch im Kontext einer Media Literacy, einer Digital Literacy oder auch einer Financial Literacy verwendet wird. Dabei wird, Zitat, a person's knowledge of a particular subject or field, Zitat Ende, gemeint. Im Global Monitoring Report 2006 unterscheidet die UNESCO zumindest vier verschiedene Lesarten des Begriffs. Textausschnitt aus dem Global Monitoring Report. Literacy als ein autonomes Skillset. Literacy aus einer praktischen und anwendungstheoretischen Perspektive. Literacy als Lernprozess. Literacy als Text. Auch hier wird zunächst auf das grundlegende, ursprüngliche Verständnis verwiesen, das sich auf das Beherrschen der Kulturtechniken Schreiben, Lesen und Rechnen bezieht. Der Begriff wird jedoch erweitert um, Zitat, Skills enabling access to knowledge and information, Zitat Ende, was nicht selten als Media Literacy oder Scientific Literacy oder Information Literacy oder auch, wenn es um das Dekodieren von Bildern im weitesten Sinne geht, Visual Literacy bezeichnet wird. Die Bezeichnung variiert hier je nach Einsatzfeld. Die Digital Literacy, ein grundsätzliches Verständnis im Umgang mit dem digitalen bzw. virtuellen Raum, seinen Medien und Phänomenen in einem weiten Sinne meinen und unterschiedliche Skills im Sinne eines Skillsets bezeichnen. Skills hingegen werden gerne im Zusammenhang mit Soft- und Hard-Skills verwendet. Der Begriff bezeichnet das allgemeine Vermögen, eine Arbeit oder einen Arbeitsauftrag zu einem guten Ende zu führen. Die Montage eines Skateboarders, der kopfüber eine komplizierte Figur über einem Smartphone vollführt, darüber eine Sprechblase mit dem Wort Skill. Diese Umschreibung klingt vielleicht etwas holprig, was aber in der Natur des Begriffs liegt, der seinerseits ein Bündel an, aus dem Englischen, Abilities umfasst. Seiten von Online-Wörterbüchern zum Begriff Skill werden gezeigt. Als Synonyme werden im Collins Dictionary neben der auch im Deutschen vorhandenen Expertise auch Proficiency, Ability oder Experience vorgeschlagen.
Im Merriam-Webster, einem zweiten empfehlenswerten Wörterbuch, sind Skills, Zitat, a learned power, Zitat Ende, bei der es darum geht, etwas kompetent auszuführen. Auch in den Oxford Living Dictionaries wird von der, Zitat, ability to do something well, Zitat Ende, gesprochen, wobei Skill als zählbares Nomen auch eine, Zitat, particular ability, Zitat Ende, meinen kann. Die Abgrenzung zur Kompetenz fällt hier ein wenig schwerer, da zum Beispiel in den Oxford Living Dictionaries zwar von der, Zitat, ability to do something successfully, Zitat Ende, gesprochen wird, Skill und Proficiency aber als Synonyme zur Kompetenz angegeben werden. Ähnlich verhält sich das Collins Dictionary. Seiten von Online-Wörterbüchern zum Begriff Kompetenz werden gezeigt. Merriam-Webster sieht Competence als, Zitat, the quality or state of being competent, Zitat Ende, und unterscheidet Competence, deutsch Kompetenz, im Bereich des Sprachenlernens von der Performance, deutsch Performance, das heißt das Wissen um Regeln und die tatsächliche Anwendung innerhalb eines Sprechakts beispielsweise. Als competent wird hingegen jemand bezeichnet, der, Zitat, requisite or adequate ability or qualities, Zitat Ende, besitzt. Der kleine Unterschied zur Skill wird somit deutlich. Während Skill ein abstrakterer Begriff ist, wird Kompetenz eher in einem spezifischen Kontext verwendet, wenn es um situationsadäquate Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. Der Begriff Kompetenz ist in einer Wolke abgebildet. Im Deutschen wird der Kompetenzbegriff eher weit verstanden und meint sowohl Skills als auch Competence, wobei zunehmend auch die englischen Termini Verwendung finden, wie das folgende Beispiel von Jöran Moos-Meerholz aus dem Jahr 2017 verdeutlicht, der das 4K-Modell erläutert. Einblendung der Website, die 4K-Skills. Dieses kommt aus dem englischen Sprachraum und wird dort als die 4Cs oder 21st Century Skills bezeichnet. Gemeint sind Creativity, also Kreativität, Critical Thinking, also kritisches Denken, Collaboration, also Kollaboration und Communication, also Kommunikation. Über die Übersetzung von Critical Thinking lässt sich streiten, doch auch das Verständnis der übrigen Komponenten des Modells differiert. Moos-Meerholz hat versucht, die Weite des Modells zu zeigen, bei dem es nicht um kreative Arbeiten oder das kritische Denken an sich geht, sondern, wie Moos-Meerholz es definiert, Zitat, neues Denken können, selbst denken können, mit anderen zusammen denken können, eigenes Denken mitteilen und teilen können. Zitat Ende. Er ersetzt das Wort Denken aber auch durch Lernen und Arbeiten und zeigt damit, dass die hier genannten Skills unterschiedliche Kompetenzen abdecken. Um beispielsweise mit anderen zusammen denken zu können, brauche ich soziale, fachliche und vielleicht, je nach Kontext, auch personale Kompetenzen. Ich muss wissen, worüber gesprochen wird, ich muss eventuell interkulturelles Wissen, also auch interkulturelle Kompetenzen besitzen, auf den anderen eingehen können, also Teamkompetenzen besitzen, mit dem Feedback und der Meinung von anderen auch umgehen können. Abbildung eines in Händen gehaltenen Tablets. Im Hintergrund steht ein geöffneter Laptop auf einem Tisch. Wenn also von Medienkompetenz in der Einzahl gesprochen wird, sind eigentlich verschiedene Kompetenzen im Sinne einer Media Literacy oder Digital Literacy gemeint, wie auch die unterschiedlichen Kompetenzmodelle verdeutlichen. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Die Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.